Don't freeze your lane, buddy. You have to push it so we can tower dive the enemy AD carry. Für Außenstehende oder Neulinge in League of Legends muss ich das wahrscheinlich ziemlich seltsam anhören. Und obwohl manche Leute wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung haben in MMORPGs oder sogar schon langjährige Zocker sind, ist es nicht einfach oft den Einstieg zu finden und deswegen habe ich dazu entschieden, ein Glossar-Video, ein Wörterbuch-Video zu drehen. Und zwar möchte ich sämtliche oder so viele Begriffe zumindest wie möglich abdecken, die es vielleicht nicht nur in League of Legends gibt, aber vor allem in League of Legends, die an der Tagesordnung stehen, die ständig in den Chat gehämmert werden, damit man sich besser auskennt, was ist ein AP Carry, was heißt Pushing, was heißt Zoning, was ist ein Bait, Tower Dives und so weiter und so fort, Counter Jungling, was das alles genau bedeutet, erfahrt ihr in dieser Videoserie. Ja, ihr habt richtig gehört, das wird nicht nur ein Video, denn ich habe so viele Begriffe gefunden, dass ich da mehr draus machen muss. Ansonsten wird das Video sicher ewig lang und die Leute schlafen da ein. Keine Sorge, ich werde alle Begriffe hier in der Beschreibung verlinken mit Timecode, damit ihr einfach draufklickt, falls ein Neuling dieses Video findet. Einfach draufklicken, dann kommt ihr gleich zu dem Begriff. Das war's auch schon und jetzt geht's los. AA oder Auto-Attack steht für den Standardangriff eines Champions. Das heißt, Rechtsklick oder A und dann auf ein Ziel klicken führt diesen Standardangriff aus. Ace oder zu Deutsch Ass wird von dem Ansager angekündigt, wenn alle Champions eines Teams getötet wurden. Active ist das Gegenteil von Passive und bedeutet natürlich, dass man etwas aktivieren kann, sei es ein Item oder eine Fähigkeit. AD steht für Attack Damage oder zu Deutsch den Angriffsschaden, also den physischen Schaden, den ein Champion anrichten kann. Und das kann aber auch verwendet werden für eine Art, wie man einen Champion quasi ausrichtet, also auf Attack Damage. Das heißt, man spielt ihn auf Angriffsschaden. ADC steht für AD Carry oder Attack Damage Carry. So nennt man die Champions, die Fernkämpfer sind, die normalerweise in der Bottom Lane spielen und die sehr viel Schaden im späteren Verlauf des Spiels anrichten. AFK steht für Away from Keyboard und wird in League of Legends dazu verwendet, um jemanden zu bezeichnen, der nicht mehr am Spielgeschehen beteiligt ist oder eine kurze Pause einlegt. Aggro bedeutet, dass ein Spieler die Aufmerksamkeit eines Monsters auf sich lenkt. AoE steht für Area of Effect und bedeutet prinzipiell nichts anderes als Flächenschaden. AP ist das Gegenteil zu AD und steht für Ability Power oder zu Deutsch die Fähigkeitsstärke, also magischer Schaden. Ein AP Carry ist das Gegenteil zum AD Carry, er verursacht vor allem magischen Schaden und wird häufig in der Midlane oder auch in der Toplane gespielt. ARAM bedeutet All Random All Mid und heißt, dass man nur auf einer Lane spielt und dass alle Leute zufällige Champions erhalten. ARP oder ARPEN steht für Armor Penetration oder zu Deutsch die Rüstungsdurchdringung. Wenn ihr ein Item kauft, was Armor Penetration hat, dann ignorieren eure Angriffe einen gewissen Teil der Rüstung des Gegners. AS steht für Attack Speed oder zu Deutsch das Angriffstempo und gibt an, wie viele Standardangriffe in einer gewissen Zeit ihr auf den Gegner ausführen könnt. Assassins nennt man die Champions, deren Aufgabe es ist, die gegnerischen AP oder AD Carries so schnell wie möglich zu zerlegen, damit diese eben aus dem Kampf entfernt werden. Ein Assist ist eine Unterstützung und wird vergeben, wenn zum Beispiel zwei Leute auf einen Gegner eindreschen. Der eine bekommt den Kill, der den letzten Schlag, den Todesstoß ausführt und der andere bekommt dann eine Unterstützung, einen Assist. B steht für Back oder den Recall, den Rückruf, das heißt, wenn man sich zurück in die Base teleportiert. Unter Babysit oder Babysitting versteht man darunter, dass ein Jungler einer Lane besonders viel Aufmerksamkeit schenkt und somit dieser Lane zum Sieg verhilft. Wenn man von Baiten spricht, dann bedeutet das, dass man die Gegner quasi in eine Falle lockt. Im Draft-Mode werden sogenannte Bans verwendet, das heißt, man kann während der Champion-Auswahl einen Champion sperren. Baron Nashor ist der große lila Wurm, der im Jungle wartet, darauf vernichtet zu werden. Das Team, das diesen Wurm erledigt, bekommt einen sehr starken und wichtigen Buff sowie sehr viel Erfahrung und Geld. BD steht für Backdoor oder zu Deutsch die Hintertür und heißt nichts anderes, als in der gegnerischen Verteidigung eine Lücke zu suchen und zu finden, um somit wichtige Gebäude oder sogar den Nexus zu zerstören. BG steht für Bad Game oder schlechtes Spiel, wird oft am Ende gesagt, wenn eine der beiden Parteien einen Disconnect hat, da jemanden, der das Spiel verlassen hat. Blind heißt zu Deutsch blenden und ein geblendeter Gegner verfehlt automatisch alle Standardangriffe. Blind Pick bedeutet, dass alle Leute in der Champion-Auswahl wählen können, was sie möchten, es gibt keine Bans und man sieht nicht, was der Gegner auswählt. Unter Blue versteht man den Blue Buff, welcher durch das Töten des großen Golems
errungen werden kann und dieser Buff gibt zum Beispiel erhöhte Mana-Regeneration und eine verbesserte Abklingzeit. Unter Bork oder BOTRK versteht man Blade of the Wind King oder zu Deutsch die Klinge des gestürzten Königs. Bot steht üblicherweise für die Bottom Lane, kann aber auch verwendet werden, wenn man von Computergegnern spricht. BRB steht für Be Right Back, das heißt ich bin gleich zurück. Das wird nicht nur verwendet, wenn man kurz AFK geht, sondern auch wenn man kurz zum Beispiel in die Base zurück sich teleportieren möchte. Wenn ein Champion oder ein Item zum Beispiel broken ist, dann bedeutet das, dass es viel zu stark ist. Unter Bruiser versteht man Nahkämpfer, die hohen Schaden verursachen können, aber auch noch einiges aushalten. BT steht für Bloodthirster oder zu Deutsch den Blutdürster. Ein Buff ist ein Verstärkungszauber und es gibt zum Beispiel in League of Legends Blue Buff, Red Buff oder Baron Buff. Ein Bug ist ein Fehler im Spiel. Unter Build versteht man nicht nur das Kaufen von Items, sondern auch den aktuellen Stand der Items. Unter Burst versteht man das schnellstmögliche Töten eines Ziels. Bush oder Brush sind die Büsche, die hier wachsen, in denen man sich verstecken kann. Care ist die Abkürzung für Careful und bedeutet einfach nur, dass man vorsichtiger spielen soll. Ein Carry vernachlässigt seine defensiven Fähigkeiten und geht allein auf Schaden und versucht auch so viel Schaden wie möglich anzurichten. Unter CC versteht man Crowd Control, also Einschränkungen des Charakters, zum Beispiel Betäubungseffekte, Verlangsamungseffekte, Furchteffekte und so weiter. CD steht für Cooldown, also die Abklingzeit. Das bedeutet, so lange muss man warten, bis man die Fähigkeit wieder einsetzen kann. CDR ist die Cooldown Reduction, das ist zu Deutsch die Abklingzeitverringerung. Wenn man chased, dann jagt man dem Gegner nach, um noch einen Kill zu erhaschen. Bei einem Counter-Gank erwartet man bereits den Gank des gegnerischen Teams oder des gegnerischen Junglers zum Beispiel, um dann eben dem Hinterhalt einen Hinterhalt zu stellen. Bei einem Counter-Pick wähle ich einen Champion, der besonders gut gegen meinen Gegner abschneidet. Ein Creep ist eine Vasalle, das sind diese ganzen kleinen Monster, die hier herumwuseln und beim Töten Gold und Erfahrung geben. Ein Crit ist ein kritischer Treffer, der verursacht doppelten Schaden. CS steht für Creep Score, also wie viele Vasallen man bereits erlegt hat. CV steht für Clairvoyance, das ist der Beschwörerzauber Hellsehen. Ein DC ist ein Disconnect, also ein Spieler, der die Verbindung verloren hat. Ein Debuff ist das Gegenteil eines Buffs, also ein Schwächungszauber, der einen negativen Einfluss auf deinen Charakter eben hat. Unter Def versteht man entweder das defensive Spielen oder das Verteidigen eines Turms oder der eigenen Basis. DFG steht für Deathfire Grasp, also Griff des Todesfeuers, das Item. Wenn man einen Gegner divet, dann versucht man ihn unter seinem eigenen Turm zu töten. Dot steht für Damage over Time und ist Schaden, der über einen gewissen Zeitrahmen verursacht wird und nicht auf der Stelle. DPS steht für Damage per Second, also Schaden pro Sekunde, wird aber auch verwendet, wenn man einfach sagen möchte, dass man Schaden verursacht. Drag, Drake oder der Dragon, der Drache, ist das Jungle-Monster, was beim Vernichten oder beim Töten Gold für das gesamte Team gibt. Eine Duo-Lane ist das Gegenstück zur Solo-Lane, üblicherweise die Bottom-Lane, bei der zwei Spieler miteinander kämpfen. Elo ist das mittlerweile versteckte Rating, die Wertung in der Rangliste. Ein Exchange findet dann statt, wenn sich zwei Spieler gegenseitig Schaden zufügen. Bei einem Execute stirbt der Spieler ohne das Mitwirken des Gegners, das heißt durch ein neutrales Monster oder durch einen Turm. Bei einem Face-Check geht ein Spieler in einen Busch, ohne zu wissen, was sich darin verbirgt. Face-Roll wird oft herablassend verwendet, wenn man sagen möchte, dass der Gegner einfach nur seinen Kopf auf die Tastatur hauen muss, um zu gewinnen. Unter Farm oder Farming versteht man das Töten von neutralen Monstern, um an Geld und Erfahrung zu gelangen. FB steht für First Blood oder Erstes Blut, das ist die erste Tötung im Spiel durch einen Champion, die besonders viel Gold gibt. Feed bedeutet, dass man sehr oft stirbt und somit dem Gegner viel Gold und Erfahrung zukommen lässt. Wenn ein Gegner eben so viele Tötungen und Kills mittlerweile eingesteckt hat, ist er fett. Wenn jemand flamet, dann beschimpft er oder macht sich über einen anderen Spieler lustig. FM steht für Frozen Mallet, das ist der Eishammer. Focus steht für Fokus natürlich und bedeutet, dass alle Leute auf ein gewisses Ziel ihren Schaden quasi richten sollen. Unter Fog of War oder den Kriegsnebel versteht man alle Gebiete auf der Karte in League of Legends, die man nicht sehen kann. FOTM steht für Flavor of the Month und heißt nichts anderes als Champions, die gerade in sind. Freeze ist das Gegenteil von Pushing und eine Lane ist dann eingefroren, wenn man nicht versucht, sie an den gegnerischen Tower zu bringen. FVOTD steht für First Win of the Day, der erste Gewinn des Tages gibt nämlich besonders viele IP oder Einflusspunkte.